Lotte Tobisch ist bei uns, war noch nie bei uns. Ich sagte vorhin, 91 Jahre alt. Sie sagte mir vorhin hinter den Kulissen, na schauen, sagen Sie zurück, dass ich 92 bin, weil in 4 Wochen ist es schon soweit. Ja? Und sie sagte, etwas sehr Interessantes, Frau Tobisch, Sie sagten, wenn man älter wird... Das gehört zu den Merkwürdigkeiten. Also muss gleich dazu sagen, ich war nicht so, ich hatte eine wunderschöne Mutter. Die hat sich das ganze Leben jünger gemacht, mit größtem Krampf. Und merkwürdigerweise, so ab dem 92. Geburtstag, konnte sie es nicht mehr erwarten. Da hat sie mir gesagt, ich bin schon 93. Bei 95 hat sie gesagt, jetzt bin ich bald 100. Da fängt man an, sich älter zu machen. Und ich ertappe mich jetzt dabei, dass ich das auch mache. Dass ich, jetzt bin ich 91, aber ich sage, ich bin eigentlich schon 92. Dabei bin ich ja noch 4 Wochen, habe ich ja noch Zeit. Na also, das ist ja eine halbe Ewigkeit. Da werden in Deutschland Regierungen gebildet oder auch versenkt. Frau Tobisch, ich muss einmal kurz erklären. Sie haben den Wiener Opernball wirklich zu dem gemacht, was er ist. Für, na doch, doch, nehmen Sie es einfach als Kompliment. Von ist freundlich, 83 freundlich. Bis 96. Aber den hat es vor mir gegeben und wird nachher noch geben. Wollen wir nicht übertreiben. Ja. Aber klären Sie uns einmal, Frau Tobisch, die Faszination des Wiener Opernballs. Wir als Preußen schauen da ja mit einem gewissen Erstaunen und auch immer sagen, mit einer gewissen Verstörtheit drauf manchmal und fragen uns, was ist das? Was ist da los? Schauen Sie, ich will Ihnen was sagen. Die Münchner haben ihre Sauferei da beim Oktoberfest. Ne? Das hat jeder hat so sein, nicht jeder, aber viele haben eine eigene Art, den Karneval, beziehungsweise wie wir sagen, den Fasching zu feiern. Die Kölner pappen sich einen Nasen ins Gesicht und finden das ungeheuer lustig und brüllen herum auf der Straße. Also, na gut. Und wir, wir waren immerhin seit über 600 Jahren, war dieses Wien, was damals winzig klein war, war immerhin der Sitz des römischen Kaisers deutscher Nation. Das ist ja ihr bisschen was. Das ist schon lang vorbei, Gott sei Dank, wir brauchen es nicht. Jetzt sind wir eine Republik. Aber bitte, der Kölner Karneval ist ja auch nicht heute erfunden, nicht? Das ist eine Tradition. Und wir haben das halt. Und ich finde halt, wenn man schon Fasching feiert, ist eines einmal sicher. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich gehe auf keine Bälle, ich tanze nicht Walzer, weil mir schlecht wird, Alkohol trinke ich auch nicht. Ich bin eigentlich totale Fehlbesetzung für diesen Posten. Und ja, ich habe es gern gemacht, weil ich gern organisiere. Okay. Und außerdem bin ich ein Mensch, der gern Leute glücklich macht. Und das ist so komisch, mir fast nicht zu erklären. Es gibt wirklich Menschen, die haben den Traum, einmal auf den Opernball zu gehen. Ja. Mädeln, die als Jungfrauen da eröffnen. Ich möchte für jede Jungfrau. Na, also, lass mal. Aber die haben da Krönchen am Kopf. Und ziehen da ein, sie können sich nicht vorstellen, wie die sich freut. Ja. Wissen Sie? Und es ist ja merkwürdig, es gibt den wunderbaren Satz von Lessing im Nathan. Nicht die Kinder bloß speist man mit Märchen ab. So lassen Sie die doch. Es tut doch niemandem weh. Und es ist ein zutiefst demokratisches Fest. Ist das, was die einheitliche Bild macht, das ist der Frack. Wenn Sie die normal anziehen, dann werden Sie sich wundern, was da benannt ist. Also das ist ein ganz demokratisches Fest. Es ist vom Gauner Gaddafi, der Sohn dort, genauso wie der Fürst Metternich. Es ist der Lugner dort, unser Staatswurstel, nicht wahr? Warum denn nicht? Na, warum denn nicht? Einen Wurstel muss doch der Opernball aushalten, um Gottes Willen. Also, das ist großartig. Frau Tobisch. Sie wissen ja, wie man gesagt, ernsthaft machen. Es ist ja unglaublich, auf der ganzen Welt wird das übertragen. Ja. Und Sie, ich war in Städten, in Thailand, in Kuala Lumpur. Man glaubt es nicht, überall machen die Wiener Opernbälle oder was man sich halt darunter vorstellt. Stimmt.
Sie glauben nicht, was das für ein Erfolg ist. Ja, warum soll man es denn nicht machen, wenn es die Leute glücklich macht? Es tut keinem Menschen weh, manche Leute macht es glücklich. Also ich habe da gar nichts dagegen. Und daraus ein Politikum machen, was ja immer wieder versucht wird. Da zitiere ich meinen guten roten Bundeskanzler so gern. Der Kreisky, der hat den Opernball als Ball etwa so gern gehabt wie ich. Also er hat gesagt, tanzen tue ich nicht, Fahrt ist mir eigentlich, also außer ich habe zu tun. Na schön. Und da kam der Fischer Kavi, das war ein großer Journalist, und hat zu ihm gesagt, sein Sohn, der Sohn vom Kreisky, hat immer gegen ihn demonstriert. Draußen auf der Straße. Draußen? Ja, der fand das also schrecklich. Also eat the rich, nicht? Als wäre das nicht laut lachen. Aber bitte, jedenfalls... Da sehen wir das, ne? Bilder von diesen Sozialschmarotzer unter sich. Sie tanzen auf dem Opernball und so weiter. Ja. Also ich meine, die täten sich wundern, wenn sie wüssten, wie viele von ihnen im Frack da drin sind, nicht? Okay, komm. Ach komm. Nein, aber ich wollte das erzählen und das ist wunderbar. Das trifft genau die Sache. Und da hat der Fischer Kavin den Kreisky gefragt, sagen Sie, Herr Bundeskanzler, Sie sind Sozialdemokrat, also das war es ja nicht, was Sie sich gewünscht haben, im Frack mit 1000 Orden hier. Was sagen Sie eigentlich dazu? Und draußen demonstriert Ihr Sohn. Was sagen Sie? Und da hat der Kreisky ihn angeschaut und hat in seiner Langsamkeit gesagt, allmählich wird er zu alt dafür. Allmählich wird er zu alt dafür, für diese Art von Demonstration. Ja. Es ist ein Unsinn. Es ist ein Geschäft. Die Leute haben es gern. Ja. Es ist ein Faschingsfest. Das ist kein Politikum. Ja. Es ist ein glänzendes Geschäft fürs Land. Sie dürfen nicht vergessen, das ist an einem Donnerstag. Die Leute kommen am Montag gereist, die paar, die ja Geld haben. Müssen übernachten. Ja. Und dann gehen sie nachher nach Kitzbühel noch ein paar Tage. Ein Traum. Es ist ein glänzendes Geschäft für die Hotellerie. Die würden nach Weihnachten ihr Saisonpersonal entlassen, wenn der Opernball nicht wäre. So nehmen sie es drüber. Absolut. Nein, lassen wir es doch. Wenn einer sowas... Finden Sie wirklich ein ernstes Oktoberfest wirklich lustig? Nein. Herrlich. Herr Kubisch. Ist mir der Opernball lieber, weil er hübscher ist. Und der ist doch hübsch. Sie sind nicht lauter Psofen, er ist wirklich hübsch. Ja, das ist wahr. Na also. Herr Tobisch, ich würde gerne einen Versuch machen, eine zweite Frage zu stellen. Wenn ich das sage. Und die Frage wäre... Aber wir können uns auch... Einige ist auch okay. Also Sie können auch einfach weiter. Das ist großartig. Ich höre Ihnen so gerne zu. Ich stelle die Frage nur einfach pro forma. Ja? Sie sagen einfach, was Sie wollen. Aber die Sowieso, ich weiß. Weil Sie sagen, es ist eine demokratische Veranstaltung. Das ist das, was uns ja immer so ein großes Rätsel ist. Wer kommt denn da rein? Weil wir haben immer das Gefühl, in Österreich muss man einen Titel haben und so weiter. Und dann ist es ja auch so, dass der Herr Doktor, der hat dann eine Frau an seiner Seite, die promoviert dann am Standesamt mit. Das ist dann die Frau Doktor, die Frau Professor und so weiter. Wie kommt man denn da rein? Sie müssen uns immer lächerlich machen. Ihr seid für uns mindestens ebenso lächerlich. Das möchte ich Ihnen sagen. Also bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Ja? Das möchte ich Ihnen mal sagen. So deppert sind wir wieder nicht. Wie lustig. Ich wollte mich wirklich nicht über Sie lustig machen. Ich wollte nur wissen, wie man da reinkommt. Wie können denn der Herr Habeck und ich... Das kann ich Ihnen sagen, dass er ins Opernballbüro schreibt, jetzt bald, und sagt, er möchte für nächstes Jahr 4 Karten oder 5. Jeder, der kann die Karten kaufen. Es ist keine Rangliste. Jeder, der rechtzeitig kommt, kann sich die Karte kaufen. Und was eine kostet? Karte kostet 280 Euro oder ja, ich glaube. Und ich will Ihnen dann sagen... In der Loge oder? Na, Loge, ich rede vom besuchenden Ball. Also. Nicht? Die Loge, schauen Sie, das ist wieder was anderes. Da werden auch die großen Geschäfte gemacht. Okay. Da laden Firmen ein, andere Firmen. Was kostet so eine Loge? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe eine Dienstloge gehabt. Die kostet viel Geld. Warum auch nicht? Hindern Sie doch nicht, reiche Firmen das Geld auszugeben. Natürlich nicht. Müssen doch nicht alle. Das ist ja wahr. Okay. Na was wollen Sie? Wollen Sie, dass Sie das alle auf irgendwelche Inseln verschieben? Das ist doch viel besser, Sie geben lieber Sie die im Loge. Land aus. Ja, ist richtig. Ja, also so ist es, kann jeder kaufen. Und das ist eine Summe, die ist nicht billig, aber... Aber Sie, jeder, der hier sitzt, kann theoretisch... Jeder muss nur, es ist sehr großes Gris und es ist ziemlich bald dann schon ausgebucht. Aber erfahrungsgemäß nach 15 Jahren
Es gibt immer noch Karten, weil es gibt eine Grippewelle. Okay. Und es kommen Sie meinen, Karten auf den letzten Drücker ist schlau, da noch mal ja, zu versuchen. Ja, da kommen immer noch irgendwelche Karten zurück. Nein, es kann jeder kaufen. Und der Preis, wenn Sie bedenken, wenn ich an meine Familie denke und die Halbwüchsigen, die fahren, ich weiß nicht wohin, und zwar nicht nur Reiche, sondern auch Arme, die fahren einem Ländermatch nach, ich weiß nicht wohin, nach England. Das ist viel teurer. Und dazu das Ländermatch und die Reise und der Aufenthalt. Nichts. Er braucht nichts anderes als Eintrittskarten, muss sich von irgendeinem Oberkellner einen Frack ausleihen und geht hin. Und dann kommt das Merkwürdige, alle sind glücklich. Nur warum soll man sie nicht glücklich machen? Hat man, Frau Tobisch, jemals versucht, sie zu bestechen? So die... Oh ja, no, das geht bei mir nicht. Ja, das ahnen wir. Aber man hat es versucht, ja. Jeder, der irgendetwas zu vergeben hat, nicht nur Politiker, alle, wird versucht zu bestechen. Versucht ist das sich. Bei Ihnen in Österreich so, ja? Natürlich. Aber ihr seid so keusch, ihr verschiebt das gleich auf die Kameninseln. Ja. Das ist überall gleich. Das ist so. Wissen Sie, es ist so eine Sache mit den Menschen. Naja, also ich meine, ich bin so alt. Ich kann Ihnen sagen, ich zitiere, obwohl ich kein großer Marxist bin, aber ich zitiere so gern den Karl Marx. Revolutionen können vieles ändern, aber eins nicht, die Menschen. Sie sind so. Überall. Und da wollen wir uns doch nichts vormachen. Und dass man immer von einem auf den anderen draufscheißt, das bringt doch nichts. Was soll denn das? Herr Tobisch, weil Sie gerade vorhin sagten, das Ballwürstel, der Sie haben ihn so genannt. Oh, ja. Der gute Lugner, der hat Handschlagqualität als Baumeister. Der ist ausgezeichnet. Spitzname Mörtel. Naja, das hat da irgendjemand erfunden, weil er so ein Baumensch ist. Ne? So. Ja. Er hat genau das Spiel mit den Medien einfach verstanden. Er hat genau kapiert, was man machen muss. Das muss man auch. Ja, ist doch klar. Ich bin ja auch, ich habe es ja auch gelernt. Ich bin ja nicht immer ein Freund der Zeitungen gewesen, aber ich habe es ja gelernt. Ich weiß ja, wie man mit ihnen umgeht. Ja. Ich weiß, wie man mit Medien umgeht. Man muss sie halt auch leben lassen. Ach, glauben Sie mir, lassen Sie sich das von einer 92-Jährigen sagen. Leben und leben lassen. Das geht so geschwind vorbei, das Leben. Glauben Sie mir. Frau Tobisch, ich hätte einen Vorschlag. Ich hätte einen Vorschlag für Sie. Sie haben nämlich... Sie haben ein tolles Buch gemacht und ich würde mir das gerne von einer 92-Jährigen erzählen lassen. Können wir uns in 4 Wochen hier noch mal sehen? Wir beide. Hier. Hier? Ja, hier. Und dann reden wir mal über Ihr Leben, Ihre Biografie, weil die ist mindestens genauso spannend wie die Geschichte vom Opernball. Gott, so interessant ist das auch wieder nicht. Nein, ich finde schon. Ich finde ja. Ich finde ja. Sehr nett, danke. Wollen wir das machen? Schauen Sie, Sie sind mir sympathisch. Also ich meine, dann kann es sogar sein, dass ich wiederkomme. Ich bin da sehr, auf meine alten Tage sehr exklusiv geworden.